Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Yay. Wir sind wieder kurz vor Nekataka, um jede Menge Quests abzugeben. Abgesehen von der Main-Quest. Ah, die Botenwacht, das war Bestie des Winters, das ist das erste DLC, also das kostenpflichtige DLC. Geschäftsgeheimnisse begibt dich zum Schlund, Kopfgeld. Ja, das muss ich mal gucken. Mann über Bord, zum Fort Todeslichtsegel, das müssen wir auch mal noch machen. Ja. Die Schuppe von Tangaloa, da müssten wir wieder nach Hasongo zurück für das Kopfgeld. Da muss ich gucken. Leuchtenden Adler zerstören. Ja, dafür muss ich alles ins Loch. Schatzkammer des Erzmagiers, das müssen wir auch mal machen. Okay, bevor ich an jetzt hier vom Deck gehe, werde ich meine Truppe mal wieder umstrukturieren müssen. Palegina und Maya. Ach, ich lasse erstmal alle. Ich nehme Edda wieder auf. Ihn brauche ich für die. Achso, die werden verkehrt rum aufgenommen, oder wie? Nö, die werden ganz komisch aufgenommen. Okay. Also die drei brauche ich schon mal und Alof nehme ich jetzt auch einfach mal mit. Das wird dann schon irgendwie klappen. Wenn das Spiel nicht böse hängt. Dankeschön. Gut, dann auf nach Nekataka. Wohin erstmal nach Nekataka? Schlangenkrone ist das. Das bringt mir nichts. Das muss ich erstmal wieder in das Gebiet da oben. Ah ja, okay. Abokko in der wilden Meere gibt mir erst einmal. Das Kopfgeld. Also gehen wir gleich in die wilde Meere. Und kassieren Kopfgelder erstmal. Dann sollten wir natürlich in die Messing-Zitadelle da Bericht erstatten wegen der Sache auf Hasongo. Dass wir da auch noch unsere Belohnung kriegen. So, Alof hat natürlich ein Level up. Edda auch. Er hat jetzt was zu sagen. Und wir sind immer noch alle verflucht. Ich habe vergessen zu gucken, wie man Flüche los wird. Ach ja, und Alof hat immer noch eine Wunde. Ah, also gut. Erstmal Level ups.
Sprengstoffe. Ein bisschen Religion für Edda. Zwei Fähigkeiten. Feinde, die vom Kämpfer absetzen wollen, werden sofort angegriffen, wenn der Angriff erfolgt war. Ich war niedergeschlagen, das ist sehr gut. Mehr, weniger Erholungszeit, hier mehr Gegner um Edda rumstehen. Genauigkeitsbonus, wenn er gesund ist. Abwehrbonus, wenn er... fast tot ist. Das ist nicht schlecht. Aber für Edda brauchen wir mehr Angriffsbindung auf jeden Fall. Und mehr Lebenspunkte. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Alof. Athletik wäre nicht schlecht. Und ein bisschen mehr Tiefblick. Zwei neue Zauber. Beziehungsweise mal mehr Lebenspunkte. Das gebe ich wirklich jedem. Oh, cool. Hier wird dann gezeigt, was für Sachen ich im Zauberbuch habe, dass ich sie nicht unbedingt auswählen muss. Akemias wundersame Folter. Ja, bei Akemia sind wir ja, wollen wir ja noch einbrechen. Im Festlein schreibe ich zusammen um den Zauberwirk herum, dass jeder in der Umgebung Brandschaden zufügt. Gestalt der hilflosen Bestie, also gegen ein Schwein verwandeln, Frostexplosion. Nee, nicht unbedingt Frostschaden. Alle umstehenden Feinde nieder, während der kurzzeitigen Gewöhnungs- und Rüstungs- und Verteidigungswert erhält. Ja, Schutzzauber halt. Erzeugt eine halbdurchdringliche Barriere, die jedem Feind Wuchtschaden zufügt und jeden Humpen zurücklässt, der durchschreitet. Ah, das klingt nicht schlecht. So. Hi. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass irgendwann mal ein Stufenanstieg kommt, wo ich die einzelnen Ressourcen noch mal ein bisschen steigern. Gerade die Stufe 1 Zauber könnten ein bisschen höher sein. What can I do you? Uh-huh. So, Abeko. Ado, my hunter. To what do I owe this delight? Ado, Werderrichter. Welche Fügung des Schicksals habe ich diese Freude zu verdanken? Abeko hebt seinen Humpen in die Luft und zwinkert. Ja, Parukas Kopf übergeben. Hier hast du deinen durstigen Jungdrachen. Think that such a magnificent creature could also be a water-hoarding pest. Dragons are a complicated bunch. Unvorstellbar, dass solch eine anmutige Kreatur gleichermaßen eine wasserhortende Plage sein kann. Man hat es wirklich nicht leicht mit diesen Drachen. Er hebt den Kopf hoch und schaut ihm tief in die Augen, bevor er dir deine Bezahlung übergibt. Ja, ein 1500 Kupfer erhalten ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben den Kopf verloren, wir haben Erfahrungspunkte erhalten. You let me know if you are interested in more work, Ack. Ja, aggressiv, mein Freund. Du wirst mir doch Bescheid geben, wenn du nach mehr Arbeit suchst, Ack. Ja, was hast du denn noch für Kopfgelder? Ein Marauder Gangboss called Nomu broke free of custody along with the rest of his plunder buddies. It is said they wasted no time getting up to their old tricks. Nomu, der Anführer einer Bande von Plünderern, konnte sich an der Seite seiner verbrecherischen Freunde aus der Gefangenschaft befreien. Angeblich hat es nicht lange gedauert, bis sie wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurückgekehrt waren. Prison is too kind for a pirate. So there is a bounty on Nomu's head. He and his ilk fled to the wilderness north of Neketaka. Oh, den haben wir auch schon getötet. Das Gefängnis ist nicht hart genug für einen Piraten, deshalb wurde Nomu ein Kopfgeld ausgesetzt. Er und seine widerliche Brut sind in die Wildnis nordwestlich von Neketaka geflohen. Hier, fang! I hope I will still find this disgusting when I am important enough to toast with the elite bounty hunters.
Hoffentlich finde ich das immer noch widerlich, wenn ich wichtig genug bin, mit den höchstrangigen Verteilern von Kopfgeldaufträgen anzustoßen. Mit einem angewiderten Wimmern hebt er den abgetrennten Kopf hoch und schiebt dir einen Beutel Münzen zu. Ja, noch mehr Geld. Ich werde allen erzählen, dass der Captain, der die Defiant, mein liebster Jäger ist und auch für immer bleibt. Ja, was hast du noch für Kopfgelder? Seatroll has been making a name for himself, raiding fishing villages with his minions. They call him Tahe. Ein Seetroll hat sich einen Namen gemacht, indem er zusammen mit seinen Dienern Fischerdörfer überfiel. Sie nennen ihn Tahe. That's thief to the locals. I hear the Huana hate few things more than a food stealer. Das bedeutet bei den Einwohnern Dieb. Wie ich höre, hassen die Huana nur wenige Dinge so sehr wie jemanden, der ihre Nahrung stiehlt. Warriors fan out to catch the fiend, but so far they have no luck. Tahe can't have roamed far from his latest raid on an island southwest of Niketaka. Krieger durchstreifen die Gegend nach dem Monster, aber noch hatten sie kein Glück. Tahe kann nach seinem letzten Raubzug auf eine Insel südwestlich von Niketaka nicht weit gekommen sein. Ich werde mit seinem Kopf zurückkehren, leb wohl. So, damit haben wir Nomo den Marodeur besiegt. Haben jetzt Tahe das Kopfgeld gekriegt. Tahe wurde zuletzt bei der Plünderung von Dörfern an der Küste südlich von Niketaka gesehen. Also ja, wenn wir mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Nicht diese Karte, wie komme ich auf die Weltkarte? Das ist nur mein Schiff. So wie es aussieht, gerade gar nicht. Okay. Da ist jetzt wohl der nächste halt die Messing-Zitadelle. Um dafür Hasongo abzukassieren. Das haben wir ja wenigstens schon mal für die Valianische Handelsgesellschaft und für die Todesfeuergesellschaft jeweils eine Stadt gerettet. Mehr oder weniger. Also einmal Port Marche und einmal Hasongo. Ja, kann die Musik langsam aufhören. Wir sind aus der Taverne raus. Danke. Edda pfeift nach dem Hund. Okay, also... Wie gesagt, ist als nächstes die Messing-Zitadelle. Dann hoch die Handschuhe abreben. Das ist Alofs Sache. Das mit Akemir, ja. Oh ja, ich könnte noch mit Martino reden. Martino Valera. Da, ich habe den Namen gerade gesucht, welcher von beiden das jetzt war. Oh ja, und ich muss noch ins Kartenemporium, das ist ja auch noch hier.
So, Sansas Karten. Ich hoffe, das Laden dauert nicht wieder so lange. I'm here, absolutely. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. Willkommen zurück. Immer eine Freude, dich wiederzusehen. Was macht die See? Ist sie sanft? Ich hoffe doch, dass sie deine Expedition nicht verzögert. How might I assist you? Wie kann ich dir helfen? Ich habe neues Material für dein Buch. Ah, how exciting. Let's see here. Goodness, that's not what I was expecting. And so close to Port Mage. Oh, wie aufregend, da wollen wir mal sehen. Meine Güte, damit hatte ich nicht gerechnet und so nah an Port Mage. You've done wonderfully. Oh, this book will be the best thing since Cassini's adventures. And that was all romantic rubbish.